Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frostpire. Ja, wir lassen ja jetzt etwas bessere Nahrung herstellen, ob das was bringt. Lassen wir uns mal überraschen. Demontieren könnten wir den, das wäre ziemlich dumm. Auf jeden Fall jetzt genug Leute über Max. Upsa, zu weit rausgezoomt. Jetzt habe ich ja eigentlich alle Kohlevorkommen volle Pulle erforscht, ne? Wir machen immer noch Minus. Deswegen müssen wir jetzt hier ein Dingens bauen. Eine Sammelstelle, die hier hinkommt. So. Wir brauchen unbedingt mehr Kohle. Also wir haben jetzt, sage und schreibe, machen wir jetzt ein Minus von, sagen wir mal 40, okay? Haben wir. Jetzt haben wir da mit Sicherheit auch genug Leute für, sage ich ja. Die Kinder brauchen wir nicht arbeiten schicken. Die können wir mal wieder rausnehmen. So. Upsa. Jetzt haben wir ein Minus von 40 gehabt. Jetzt machen wir Plus. Bam, und das richtig. Das gefällt mir. Jetzt können wir nämlich uns hier die Dinge zwar angucken. Und vielleicht auch einfach mal wieder ein bisschen den Kessel anschmeißen. So, hier. Der brauchen wir auf gar keinen Fall. Och. Machen wir auch nochmal an. Sehr schön. So, so gefällt es mir. So gefällt es mir, Leute. Damit haben wir jetzt die Produktion von unserer Kohle auf jeden Fall eine ganze Ecke erhöht. Was hätten wir denn noch an Leute? Wir haben auf jeden Fall noch Leute über. Und ich muss jetzt ganz klar sein. Kann man jetzt nicht so. Ja, wir stellen den da hin. So, bitte. Jetzt haben wir zu wenig Nahrung auf einmal wieder. Jemand hat 9 Essensrat. Was da gestellt. Das. Essen bestellt. Ein. Und die. Wir machen mal wieder einen Gottesdienst. Hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr Ruhe bekommen. Wir haben 13 Kranke wieder. Weg zur Behandlung. Okay, wir müssen mal wieder unseren Wirtschaftszweig uns angucken. Das Krankenhaus ist wirklich voll. Okay, wir kriegen so langsam wieder Probleme mit unseren Kranken, aber nochmal ein bisschen abwarten und Tee trinken, ne? Habe ich eine Forschung gestartet? Ja, hatte ich. Ich freue mich, dass so eine Hoffnung kehrt zurück. Das erfreut mich. So. Wenn wir jetzt nochmal gucken, wir haben jetzt sage und schreibe 859 Gewinn. Dann werden wir die Kinder, den und das. Zack. Und jetzt machen wir 955 Kohle Gewinn. Sehr gut. Sollten wir auch die Heizung mal anmachen. Zack. Bringt nicht so viel, aber besser als gar nichts. So. Hoffe, dass wir das so alles gut wird.
Überlastungskuppel forscht. Wie geht das jetzt? Was soll ich mir da jetzt... Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, wir haben das jetzt erforscht, ja, aber was hat mir das jetzt gebracht? Ja, Überlastungs... Ermöglicht Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich nicht. Oh, guck mal, der Bereich. Okay. Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ja gut. Hat mir wahrscheinlich dann wieder mal nichts gebracht. Ich möchte aber diesmal... Meine Nahrung, Leute. Meine Nahrung. Wir müssen unbedingt ein bisschen mehr Nahrung erforschen. Okay. Ja, was mache ich? Weiß nicht, was ich machen soll. Und wir machen das. Dann werden die Wohnungen wärmer. Was anderes fällt mir nicht ein. Ja, wir kriegen hier gleich nochmal extreme Minustemperaturen. Ich hoffe mir, dass das dann was wird. Gutes. Ja. Mehr wie hoffen kann ich nicht. Wirklich nicht. Einige werden überzeugt, London nutzt die Unzufriedenheit aus. Einige werden überzeugt, eigene Londoner sprechen die Massen, bla bla. Lasst ihn reden, ein Geistlicher soll ihn Einwohner beruhigen. Okay, also Leute stehen wohl doch gut auf unserer Seite. Bis jetzt sieht alles ziemlich gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Wärmezone sieht auch alles ziemlich gut aus. Wir machen eh gerade ein bisschen mehr Gewinn, wie eigentlich benötigen. Ich habe auch die Zelte an, wo eigentlich nichts ist. Aber wir kriegen gleich nochmal eine Stufe oben drauf. Ja, wir können jetzt hier über Nacht auch mal den Overdrive starten. Machen wir jetzt einfach mal über die Nacht. Dass sie alle hier mal einen richtig warmen Arsch haben über die Nacht. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Das Ding können wir trotzdem anmachen hier. Zack. Ja. Das machen wir auch an. Dann geht es allen richtig gut. So. Allen soll es ziemlich gut gehen. Allen soll es richtig schön warm sein. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht. Einfach mal über die Nacht so richtig schön aufheizen den Leuten. Dass es denen auch die, soll man das sagen, auch mal der Schnodder in der Nase trocknet. So, drücken wir es jetzt einfach mal so aus. Ja. Also nach der Folge ist dann für mich erstmal heute Schluss. So, jetzt habe ich 4 oder 5 Stunden, wenn nicht sogar noch länger. Können wir nochmal eine Predigt starten? Hoffnung steigt wieder. Das Krankenhaus ist wieder voll, Leute. Überlegen, noch ein Krankenhaus zu bauen. Aber ja. Möchtest du?
Verärgert über Diebstahle. Sie werden bald für unsere Sünden büßen. Ja, wir sollen das Gesetz unterzeichnen, öffentliche Büße. Hier ist das nicht. Dann unter Zweck. Das ist doof. Ah, so geht's, okay. Boah, wo ist das? Schrein. Tempel. Leute, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken, wie es heißt. Wir sollen unterzeichnen das öffentliche Büßegesetz. 3 Tage. Warum ist öffentliche Büße? Wir müssen erst das machen. Okay, haben wir das auch. Das hat natürlich jetzt überhaupt gar nicht gut gefallen mir. Gründet die Glaubenshüter. Naja, da sind wir ja bei. Mal warten, bis das abgelaufen ist und dann können wir das nächste Gesetz entlassen, weil jetzt ist es nämlich da oben. Das ist falsch, sorry. Nämlich. Toll. Jetzt können wir es nicht mehr entlassen, oder was? Alter, dieser Baum macht mich fertig. Ja, öffentliche Büße. Ja, 7 Stunden. 1 Tag und 7 Stunden, dann können wir das machen. Sehr schön. Hoffnung ist richtig derbe gestiegen. Meiner Meinung nach wieder. Kriegen jetzt bald die minus 40 Grad. Wir haben jetzt tags. Wir werden jetzt mal den Overdrive
wieder herunterfahren, weil wir ja gleich auch die Forschung fertig haben für die mehr Heizungspower in den Häusern. Was ja auch ziemlich nice ist. Jawohl, wenn man hier das. Sollte man das eigentlich sehen, oder? Keine Ahnung. Doch, hier. Die Häuser sind jetzt warm geworden. Oh, was haben wir jetzt? Der Glaube ist unsere einzige Hoffnung in diesen gefrorenen Höhlen. Lasst uns beten. Wer Hoffnung sucht, riecht den Blick gegen den Himmel. Unser Glaube wird unser Glabur. Unser Glabur. Singt, Brüder, Glabur. Sorry, das musste jetzt sein. Okay, also wir haben das auf jeden Fall jetzt erreicht. Und das war ziemlich gut. Also das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Das war wirklich gut. Nur jetzt sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, wie wir die nächsten Sachen, ne? Wir machen mal schneller sammeln noch. Zack, so. Das war jetzt mal meine Antwort darauf. Ja, wenn das abgelaufen ist, dann mache ich das nächste. Aber ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt alles an einem Tag hier durchgezogen bis jetzt. Was jetzt hier lief von der ersten Folge. Nimmt die Rohstoffe. Dann schicken wir die auch schon mal wieder weiter. Und werden mal gucken, was uns mit der Zeit bringt, Leute. Ich sage vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.